Was oftmals funktioniert für mich, ist ein Bild vom Menü machen und dann mit den Leuten halt quasi auf, also quasi dem zeigen, was ich will auf dem Menü. Von dem Bild auf dem Menü quasi und dann kann ich das manchmal bar bezahlen. Die machen es sehr schwer hier, dass sie. Die wollen einfach dein Geld nicht. Die machen es sehr schwer, das Geld der Touristen zu nehmen. I don't know. Machen es dir hart. Nuschen Bann, okay. I got you, Bro, I got you. Das ist wie in modernen Städten in den USA, wie New York, da gibt es kein Bargeld mehr, auch kein Trinkgeld. Ja, aber was, wenn deine Karte nicht akzeptiert wird, dann stirbst du einfach, oder wie? Kannst aber nichts machen, oder was? Die wollen einfach, meine Karte nicht haben, you know? Brauchst irgendwie, auch für richtig viele Apps brauchst du einen Bankaccount in Korea, der registriert ist, damit du die App benutzen kannst. Alright, I guess I die then. I guess I die! Hä? Das ist echt krass, du kannst überall, also du kannst theoretisch mit Bargeld gut durchkommen. Die wollen immer unser Bargeld haben, die wollen nie irgendwas anderes. Und wahrscheinlich ein bisschen Steuern hinterziehen oder so, I don't know. Weil einfach meine Karte nicht haben. So. Wir spielen gegen einen Popstar Top, oder? Der hat Gameplay gewonnen, das spricht sehr für Poppy Top. Ich hab einfach Bock auf Wladimir. Obwohl er, ist er gut hier? I guess er ist nicht bad. Lass Wladimir picken. Wo ist das V im Alphabet der Koreaner? Wir müssen es nicht finden, wir können es suchen. Haben wir jetzt 100% Win mit Wladimir in Korea? 100%, 100%. Wir stehen 2-0 mit roter KDA oder was auch immer. Ist Free Win, Trust. Soll ich vielleicht DP spielen in dem Game, Candy Knight? Ja, das ist schon aber nice für den Dude, den Viego. Was gehe ich? Brauche ich das gegen. Wir schon Landing Fest, Vladimir, mit Ares, Scorch, all the good stuff. Captain Jack. Ich mach dich stolz, Captain Jack, dein Andenken. Rust. Erster Recall. Ion jetzt. Hätte ich hier vielleicht noch Darkseid starten können, wenn ich mir Poppy nicht zu hart suspekt. Ne, Champion ist nicht so bad in Landing Phase. Auch gegen Range Champions. Sie ist gar nicht so schlecht dagegen. 환영합니다. Der eine, das ist Sammy Plays für dein Sub. Willkommen. Danke dir, Mann. I guess ich darf nicht mehr covern. Das hat sehr viel Damage genommen. So decken wir eigentlich alles ab, ne? Den Eingang hier. Wenn von da jemand kommt, dann kann er mich raufflashen straight mit Binding. Oder Stun von hier nach hier. Where it began. Noch hier drin stehen, Blastcone nehmen, sobald die spawnt. Was sie noch nicht getan hat, aber um Blue Buff zu nehmen, theoretisch. On and on, down from the door, where it began. Wollen wir jetzt hier versuchen? Actually, was wollen wir versuchen? Wollen wir versuchen, Prowl zu kriegen? Mein Jungle geht hoch. Ich würde Poppy schon sehr gerne fighten. Hat eh gestartet.
Wir haben ihn gerade so nicht geäht. Also, quasi in der Wand. Gerade so weggelaufen. Er hat bereits zwei Pots benutzt, aber es ist alles, was ich tue, ist heimgehen, I guess. Dann ist sie gankable. Diese 10 der extra Damage Procs sind so insane tatsächlich. Von Ari. Boah, Zeitpunkt Q hier, komm. Haben wir gleich Kill Pressure nicht? Das war ihr letzter Pot, sie muss den nächsten schon rekontipieren. Können wir sie demnächst schon abfacken? Also, das Drive wird ein bisschen härter sein. Mit einem Lee. Aber wir sind in einem guten Spot. Haben einen Pop benutzt, der hat alle drei und sind noch ein Cookie. Wenn wir jetzt eine gestackte Wave haben, können wir seit unserem Turm relativ oft harassen. Und das wäre sehr nice. Ja, die sind, sieht den Play ebenfalls. Ah, ist ein bisschen härter. Nicht ganz so free. Mal gucken. Haben wir Bug da durchburstet mit Ari. Am Ende haben wir 34 physischen Schaden gemacht. Ich hab meine Q's auf Cooler gegangen, aber ich hab keinen Stack bekommen. Das blowt. Wenn der Schild aussaugt, können wir sie schon diven, I think. Wir erstmal Crux purisieren. Wenn sie canceln kann, aber es hat eine Cannon Wave, ich collapse die sehr langsam. Kann ich jetzt jederzeit einfach rauslaufen? Ich pushe mein Leben, aber it takes forever. Wow. Warum würdest du nicht einfach warten? Er hat doch schon alles gut gemacht. Er kann einfach dann den Kill mir lassen oder zumindest nicht sterben. Ah. Der einzige, wie er sterben kann, ist, wenn er actually Q drückt. Wenn er actually reindasht. Right? Diese crazy Gamer. Digga, Kill für Poppy, die freut sich. Ich denke mir so, warum? Dein Play war klasse, das war ein Kill. Wenn du einfach nicht stirbst. Okay. Also, Gedanken waren quasi, er trifft Q und flasht und Q dann nochmal und Poppy reagiert nicht rechtzeitig. Das Ding ist, sobald der Typ Q trifft, kann es einfach W drücken und seine Q läuft aus. Und wenn der Instant auf ihr drauf ist, dann ja, W zu drücken ist jetzt nicht so der härteste Call, ha? Huh? Hätte sie jetzt sogar Flash auto-decken können. Ah, vielleicht ist es nicht gereicht. Aber das sagt extrem. Der Poppy hat nicht mal selbst geflasht. Hat einen Kill bekommen, so gut wie nichts verloren. Ein sogenannter Bummer. Ein sogenannter Bummer. Der ist auch am Dragon. Oh mein Gott, gerade so. Holy fuck. Das war extrem close. Oh, vollkommen, das war auch zu close. Gerade so, gerade so. Ich guess it could be für Phage? Für Anti hier. Ja, das kannst du eigentlich permanent machen. Ich bin eigentlich fast tot beim Miss Mal, gell? Voll geil. Du bist ein bisschen strong jetzt. Gefällt mir das? I don't think I like it. I think it's rather annoying. Ultimate
hab den Kill nicht appreciated, mein lieber Lee Sin. Glaub mir. Ich nehme mich voll aufs Maul von der Poppy gerade. Wenn den Stun trifft, kann er mich 100 zu 0 bursten. Oh, danke, dass ich den VQ procken darf. Muss ich ja echt Angst an der Turm haben. So glaube ich, bin ich okay. Ich bin certainly nicht im Driver's Seat. Ich hoffe, das ist gewiss. Nice. Ja, es ist ein Reset. Ich meine, sie kann es halbwegs freezen, wenn sie schon zurück ist. Vielleicht hat sie Crux gefahren, 55 CS. Das sind doch gleich jetzt. Ja, Double M-Tome oder Blasting Wand ist legit das gleiche. Gibt beides 40 AP. Das hier kostet aber ein bisschen mehr Gold. Und er meint as well. Das ist auch ein bisschen flexibler, falls wir das halt beim nächsten Reset haben. Deswegen können wir beides kaufen. Und wenn wir dann nächstes Mal weniger Gold haben, kann ich das dann kaufen oder halt das. Gibt mir quasi ein bisschen mehr Optionen für gleiche AP-Werte. Das ist ein really matter. Schon Level 8, die gute. Wow. She's a big boy. She is a big boy. I mean, das ergibt keinen Sinn. Yumi, Vego sind beim Heraldimos. Also den müssen wir abgeben. Ja, man muss auch, aber gut, ich top einfach, also. Ich hab Basie die Gesundung killt, die sind dann Assist bekommen, der mich geschildert hat. War der beste Play, den wir machen konnten, während Harold da ist. Während die beim Harold sind, Brother. Voll geil, sehr schön von Nissan. Hat noch kein Pull-Up für eine Sekunde, sonst hätte ich da chasen können. Wenn ich da eh wehen kann, wenn ich wieder Pull-Up gehabt hätte, dann hätte ich sie vielleicht geslowt, damit Nissan hinterherkommt. Könnte mich dann wehen und dann noch CQ'en, maybe. Das ist ein sehr schöner Play. Kriegen zwei Kills, die beiden Boys. Und die Gegner haben sogar geflasht mit Vego. Ah! Ah! Was noch mit Pool zu last hitten, nachdem ich den Outtake verkackt habe. Mein schönes Plating. Do I give a fuck? I don't, right? Do I? I don't. Ah, fuck, mein schönes Plating. Ja, wir gehen so viel wie möglich AP. Das Ding ist, wenn ich das Plating nehme, kriege ich 160 Gold. Ich kann mir damit aber nicht wirklich irgendwas kaufen und. Würde mein Reset ein bisschen verschlechtern. Von daher, ist es okay. Gegner mit Heraldimos, den werden sie wahrscheinlich Botlane beschwören. Das Game ist wirklich recht ruhig. Wir haben gerade zwei Kills top gemacht, das war's. Wir sind jetzt auf Gordonker Power Spike, das ist echt huge. Yumi geht AP, die geht Ludens Echo. Weiß sogar Everfrost. Everfrost ist ganz lustig gegen die Sin zumindest. Und ansonsten ist das Game bis jetzt relativ entspannt. Wir haben einen Drake, die haben einen Herald. Ich sage besser als Drake, aber vielleicht kriegen wir den nächsten Drake auch noch. Dann haben wir zwei Drakes für Inherit. Wollen nicht gestunt werden, deswegen laufe ich so ein bisschen seitlich. Weil die sind halt komplett gespiked, ne? Ja, Goldwinker fertig, also wir sollten jeden Fall nehmen, wo er dabei ist. Ich habe Angst, an die Wand geworfen zu werden und zu sterben an Vego. Der Spot natürlich. Oh yeah, baby. Bleib stehen! Hier geht auf Honeyfruit. Das sei ihr gegönnt. Ist, als ob ich es unterbinden könnte. Harold muss demnächst gespawnt werden. Prates laufen ab. Er geht Mitte. Ich denke, das wird der Spawn sein. Wenn Vego Yumi hier Mitte ist. Die sind auch nicht auf Power Spike, though.
Oh nein, ich hätte den Empowered hier durchbekommen, bevor sie wegdashen konnte. Das ist huge. Ich move mal Mitte, gell? Man hat nach Honeyfood gesucht. Aber ist jemand Mitte, um das zu countern? Wir können eigentlich gar nichts tun. What the fuck? Aber so telegraphed, die waren doch gerade eben alle Mitte. Wenn ich den Backtag kaputt gemacht hätte, hätte ich sie unten mit Ghost, I think. What the fuck? Wir haben doch Vigo da von Mitte gesehen. Ich hab's doch schon vor einer halben Stunde gecallt. Und eigentlich ist es die Aufgabe von Lee Sin, darauf zu reagieren. Weil, ich meine, ich hätte nicht wirklich viel früher moven können in der Situation. Hier ist gerade TP, die Poppy. Ich kann aber nicht wirklich resetten. Jetzt, wenn ich Dorans Ring verkaufe, habe ich kein Protobelt. Hier geht actually Sunfire. Vigo ist hier. Hm. Es ist schon wieder Hextech. Es ist immer Hextech-Gate. So. Drake. Map. Und wie jedes Game. Kann ich nicht sagen, wieso. Kann ich nur sagen, dass es so ist. Werde ich getaucht? Ob wir halt unbedingt ihr Played haben? Ich meine, der steht dir zu. Gönn's dir. Du deserve it. Weil ich nicht gedived werde. Weil sie jetzt nicht bekommen. Sie stand nicht da. You don't deserve it. You just don't deserve it. Ich werde nicht resetten. Bis Plattings abgelaufen sind. Danach maybe. Vielleicht werde ich dreimal dive. Who knows. Was ein ruhiges Game. Sally sind ein bisschen gebrieft gegen Poppy. Ich kann schon wieder nicht resetten. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe mich jetzt in Lane eingesperrt mit TP. Dafür hat jetzt ewig kein TP, aber ich will nicht resetten und die Hälfte meines Turms verlieren. Obwohl ich es vielleicht einfach sollte, damit ich was machen kann in dem Game. Ich komme schon recht flott zurück mit Hextech Soul Gates Map. Aber don't waste your time, Lee Sin, just kill him. Nicht so, als ob Poppy jetzt irgendwas machen könnte mit ihren Items, aber ich kann sie halt auch nicht pressuren. Ich weiß, Lee Sin ist gerade low-key, war dabei das Game zu gewinnen. Wann werde ich endlich gedive von den Yumi Boys? Aha, finally. Haben wir noch ihren Flash bekommen, allerdings. Ja, ich hätte halt irgendwann mal resetten müssen. Ich meine, dieser Dive stand uns so oder so bevor. Aber wir kriegen ihn trotzdem eine Menge dafür. Es ist nicht wirklich bad. Ich hätte bloß den Dive eher outplayen können. Alter, schön, dass er auf den Wardjump verfällt. Ich bin mein einziges Mal Top-Dang gegriffen, seitdem ist er am Smurfen. Nein, ist fine. No R, Vigo. Den Zeit ein Turm, das ist so insane. Das ist ja so insane. Can we fight? Vigo wants to stall Harold, perhaps. Er hat Schilpo, Vigo, nicht mal Krakenslayer. Und wenn sie rankommt, um ihn zu wehen, dann würde ich in der Wand halt ehen. Cool. Lauf nach vorne, Pink Worten die Scheiße. Wieso habe ich denn jetzt auf Yumi gekommen? Ich habe doch nur Vigo geignited. Das weiß ich, habe ich Yumi Protowelt davor gehittet? Wir sind gegen Poppy. And the duel that was always meant to be again. The rematch? Round 2? Ja, beide werden meine Wave gefarmt. Warum muss ich Lux Ult dodgen? Werden meine Wave gefarmt? Jinx, hallo? Oh mein. Go get him! Oh, joppa, das war close. Ja, wer hat meine Wave gefarmt? Warum?
Warum ist Poppy Level 12? I guess ihre Wave wurde nicht gefarmt, ha? Ist er tot? I guess Yumi, erwäge, hat er keine Ult. Wollte ich eigentlich Sonjas, sorry, Volt Stuff Second Item gehen, damit ich Poppy töten kann? Na, ich gehe mal Cosmic. Vladimir ist echt kein schwacher Laner mehr, ne? Ich habe jetzt eigentlich ziemlich stark gelernt mit diesen Runen halt. Da sind ja auch in seiner Landing Phase Runen, wäre auch weird, wenn er nicht stark wäre, aber. Er scared trotzdem fantastisch. Aber nicht, dass ich gegen Poppy aktuell gewinnen sollte, bevor ich reset da. Sunfire Cap sollte durchticken und reinkicken. Double Kill. Noch weiter kämpfen. Weiß nicht, als ob ich gewinnen könnte, aber trotzdem weiter kämpfen. Kann ich die bitte das Auge hätten? Nein! Ich habe ein halbes Jahr gebraucht. Er nimmt den Herald und die 100 Gold. Nimm noch meine Seele. Mein letztes Hemd. Was willst du noch, Lee Sin? Kannst du nicht mal mehr Warjumpen? Was ist eigentlich das da? Das hat mich schon beim letzten Vladimir Game gewundert. Ach, das sind meine Q-Stacks. Oh, okay. Hatte gesehen, als ich auf Poppy raufgelaufen bin, hatte ich zwei Stacks. Interesting. Warum wird das so angezeigt? Das ist so unnötig. Oh, mit dem Int hier oben? Poppy hat den Flank-Tiki. Achtung mal, Gorge hat doch gerade gedroppt. Wenn die jetzt Nash kriegen, ist actually... Wait. Wir haben gerade... Wait. Wir haben Nash verloren. Wait, what? Team? Den zweiten Top-Turt? Und nehmen das Portal. Ich kann das nicht canceln. Ich kann das trotzdem nicht canceln. Der Nash ist gone. Aber, what in the holding name? Actually, mit Jinx und können wir vielleicht noch einen Fight nehmen. Nee. She's better than the Rocket. Well. Haben wir gerade unser gesamten Lead weggeworfen. Wir gehen trotzdem noch Objective Shutdowns. Aber alle wurden geshutdowns. Und wir haben Nash verloren. Heißt, sie might actually lose the game. Martin hat so hart gerade Top Lane geworfen. Einfach alle gestorben. What the fuck? Well, that is not good. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, League of Legends zu spielen, aber... Angeblich ist es nicht so gut, Nash zu verlieren. Das Objective soll relativ stark sein. Poppy Level 14. Das tut mir nicht. Ah.
I mean, I think we still win, right? Right, Twitch chat? We still win, right? Boah, Seelen 40. Bisschen später Reset, junge Lady. Poppy geht rein. Aber wir können nicht wirklich fighten, oder? Vegum hat sie hier. Jetzt Vegum einfach auf Jinx. Ja, ich meine, die Waves sind gut für uns, aber wir können jetzt keine Ults mehr. Poppy sind. Jinx. Wenigstens ein Stack, Bro. We still win, right, Twitch Chat? We still win? Soll ich hier flanken mit der Scheiße? Weg begonnen. Jinx ist tot. Warum ist Jinx tot? Wo ist sie gestorben? Warum haben wir diesen Drake gestartet? Tally und ich hatten so sicke Position für den Fight. Wir haben Drake gesteelt. Mit Karma Q. Like, what the fuck is even happening? Wir sind da reingetreten und er ist in das fucking Karma-Ding reingejumpt. Talia-Ding. Dass sie gestunt wurde mit seinem W. Yeah, what is even happening, Twitch? Like, I don't know at this point. I don't know. Okay, front to back. Wir sind irgendwie einfach gestorben auf Jinx. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hab doch auch keine Ahnung, was hier geschieht. Gefühlt brauchen wir. Ich brauche nicht wirklich Voids dafür, die Poppy. Ich sollte schon noch Damage kaufen. Also halt. AP Damage im Sinne von Deathcap. Das shit ist einfach wild. Vielleicht war mit der Seele Cosmic Drive ein Fehler, weil ich mit der Seele gar nicht unbedingt Divinity Haste brauche. Wir kriegen ja relativ viel vom Drake, ne? 12%? 12 Ability Haste? Was geschieht da oben? Ich push einfach mit Bev, okay? So, wenn ich auf die anderen komme, also auf quasi Jinx, ja, auf Jhin oder Lux, ich one-hitte die keiner. Aber es ist hart, weil Yumi Vego spielt halt Frontline für die. Also Karma ist tot. Und der Jinx ist auch tot. Aber... Der flasht. Adia ist auch tot. I guess we lost. Könnt ihr aufhören, permanent zu sterben, die beiden? I guess we lose. Wir haben jetzt die letzten 5 Teamfights verloren. Lucian hat sich entschieden zu split pushen. Toll. Das ist witzig, dass die Trap Auto-Attacke von der Seele prockt. Dann lieber Recoil ist nicht so geil, den mitzunehmen. Aber die Chompers hat sie zu weit geworfen. Jetzt nicht sterben. Wir haben jetzt eh schon Ash verloren, weil wir in den Pop nehmen wollten. Wenn noch jemand stirbt, ist Game. Oh mein Gott.
Lass mich speeden, ich bin hier tot. I guess that I then. Hat immer den Typen bekommen. Kam wollte mich nicht speeden, obwohl sie nicht in Reichweite gewesen wäre. Scheiße. Ich kann nicht sowohl die Spells dodgen als auch noch Yumi Q und dann. Ach, egal. Wir haben Nash verloren, oder? Holy this game. Oh, she's feeling it. She's really feeling it. Ja, Mama. Let's go. Wer ist das da hinten? Die Kammer ist fucking dead. Diesen kann nichts tun gegen Poppy. Und Talia ist auch tot. Ja, der hat auch Sonjas. Vielleicht kann sie die Zeit rausholen. Okay, sie ist tot. Nö. Let's do Nash? Ey, wenn Lux den stealt, ne? Man, die macht mehr Damage als Nash, no? Was ein witziges Game. Nash gecancelt wieder, um den Fight zu nehmen. Und er lebt es einfach. Jetzt werde ich gleich gesniped. Warum habt ihr den Nash gecancelt, um den Fight zu nehmen? Könnt ihr mir das erklären? Warum haben wir den Nash gecancelt? Dass ich so rüber geht und zurückjumpt, wäre doch. Alright, es ist ein wildes. I guess es ist Nash Round 2 für die Gegner. Let's get it. Ah, ich geh diesmal nicht flanken. Let's just end, please. Meine Fresse. Cool. Hab ich das Game auch Spaß gemacht, Twitch-Chat? Noch ein wildes. Guck mal, ich hab immer noch Ghost. Hast du die von mir weggekickt? Ich hätte eine halbe Stunde Ghost. Happy End, guys. Bam. Cool. Clean, clean. GG, guys, clean. Meine Fresse, what a game. Das war echt, wow. Oh my goodness. Das ist wild. I mean, ja. Es wäre halt ein Stomp gewesen, wenn ich diesen Int-Top-Lane-Play gehabt hätten, wo wir dann Ash fallen und alles. Aber ja. That shit was wild. Das war wirklich wild. But we did it anyway. We got the W.